Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Format, diesmal mit dem Spiel Broken Age. Es geht um zwei verschiedene Charaktere in diesem Spiel, die sogenannt in einer Traumwelt festhangen, also ihr Design sieht jedenfalls so aus, als wären sie in einer Traumwelt. Nun, starten wir doch gleich mit einem neuen Spiel. Genau, da haben wir hier gerade die beiden Charakter, die man sich auswählen kann. Der Junge hier ist Shay. Und den Namen von dem Mädchen habe ich leider vergessen. Aber jetzt haben wir eben die Möglichkeit, zwischen eben der Fantasy-Traumwelt zu landen oder eher so ein Science-Fiction. Ja, nur für die, die es noch nicht wissen. Mein Name ist Yara Amu. Ich begrüße euch hier herzlich auf meinen Kanal oder auf meinen Kanal Videos und ich möchte mit euch dieses neue Format starten. Und zwar entscheide ich mich eben gerade für das Mädchen, dass wir die erste Version durchspielen. Shay wird dann folgen, also je nachdem wie es gewünscht wird, werde ich dann auch die Science-Fiction-Version mit reinbringen. Aber jetzt tauchen wir erstmal hier in dieses Spiel ein. Viel Spaß! Okay, das Mädchen heißt Vella. Ich schätze, es ist Zeit, sich um die Cupcakes zu kümmern. Veloria, bist du in der 13? Vella! Wo ist sie bloß? Da bist du! Ich habe mir schon Sorgen gemacht! Dachtest du, ich krieg kalte Füße? Nein! Ich weiß, dass du vor nichts Angst hast. Ich meine, wovor sollte ich Angst haben? Das ist eine große Ehre. Genau! Warte, ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst meinst. Naja, da ist eine Sache, die mir echt Angst macht. Was ist das? Ich habe Angst davor, dass du nichts zu essen bekommst, weil ich vor dir beim Maidenmahl bin. Träum weiter! Komm schon, lahme Ente! Beweg dich, Schwester! Okay, Leute, hallo? Shh. Überraschung! Wow. Hurra! Da ist ja meine Veloria. Oh, schaut euch nur mein wunderschönes Mädchen an. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's einfach nicht glauben. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich denke, das ist es, was deine Mutter sagen wollte. Oh, sie ist noch nicht einmal angekleidet? Können wir das nach dem Kuchen erledigen? Komm schon, zuerst Kuchen! Na gut, aber jetzt beeil dich. Bringen wir den ganzen Spaß hinter uns. Euer Kuchen. Wo habe ich denn das Messer hingelegt? Keiner fasst den Kuchen an, bevor ich das Zeremonienmesser gefunden habe. Die feiern so eine Art Fest für sie. Jetzt weiß ich aber noch nicht ganz, was für ein Fest. Aber wir müssen zuerst das Messer suchen. Jetzt haben wir hier die verschiedenen Interaktionen. Es gibt wahrscheinlich kein anderes Messer, das wir benutzen könnten. Doch, ich habe eins. Aber deine Mama hat ein besonderes mitgebracht. Sie will, dass an deinem Ehrentag alles perfekt ist. Geburtstag scheint sie ja nicht zu haben. Weißt du, wo Mamas Messer ist, Rocky? Wenn ich das wüsste, würden wir jetzt alle Kuchen essen. Levina? Was ist los, Mädchen?
Hast du eine Ahnung, wo Mamas Messer ist? Hast du eine Ahnung, wo Mamas Messer ist? Wir sind spät dran. Wenn ich es wüsste, hätte ich den Kuchen angeschnitten, ihn hier in den Rachen gestopft und wir wären schon längst auf dem Weg. Kann ich über das Meiden mal fragen? Hast du in der Meidenausbildung nicht aufgepasst? Wie viele dieser Festmähle hast du schon organisiert? Mal sehen. Ein neuer großer Mob erscheint alle 14 Jahre. Ich habe 6 davon gesehen, also... Hey, willst du etwa herausfinden, wie alt ich bin? Das wirst du nie erfahren. Was ist Mok Chodra? Der letzte in einer langen, vornehmen Reihe großer Moks, die unsere Ländereien besuchen. Vornehm? Naja, alles, was so lange lebt, wird irgendwann vornehm. Ich meine, schau mich an. Vornehm? Wo kommen Geschöpfe wie Mok Chodra überhaupt her? Sie kommen aus den Ländern hinter dem Pestdamm. Ich möchte über den Pestdamm hinausreisen. Das ist verboten. Aber vielleicht hast du Glück und wirst bald in Mok Chodras Magen dorthin gebracht. Magen. Okay, wir werden diesem Monster, wie ich es jetzt mal nenne, zum Fraß vorgeworfen. Okay. Warum ich? In jedem Dorf, das von einem Mok besucht wird, wählen die Dorfbewohner die Maiden aus, die die besten Seiten ihres Dorfes repräsentieren. Bei dir habe ich keine Ahnung. Was wissen wir über diese großen Moks? Die großen Moks haben unsere Ländereien seit jeher besucht. Sie bleiben jahrelang in der Wildnis verborgen und dann kommen sie heraus, um zu fressen. Nachdem sie gefressen haben, kehren sie in ihr Land zurück und wir denken, dass sie sich dann paaren. Du denkst wirklich an sowas? Naja. Dieses Monster verbreitet ja wirklich Angst und Schrecken. Mok Chodra greift andere Dörfer an? Natürlich! Wolkenheim hatte sein Maidenmahl gestern. Daher wissen wir, dass er als nächstes hierher kommt. Es ist echt schwer, mit ihnen gleichzuziehen. Tolle Arbeit mit den Federn. Okay, ich denke, ich weiß jetzt alles, was ich über das Maidenmahl wissen wollte. Du musst einfach nur hübsch in deinem Kleid aussehen. Wir kümmern uns um den Rest. Warum bekämpfen wir Mok Chodra nicht einfach? Schweig! Solches Gerede könnte das Maidenmahl ruinieren. Wenn du das Mahl ruinierst, wird Mok Chodra dieses Dorf mitsamt deiner Familie vernichten. Willst du das etwa? Nein. Mein Opa scheint sich nicht sehr über das Mahl zu freuen. Dein Opa stammt aus einer anderen, schlechteren Zeit. Deine Oma war auch so. Möge sie in Frieden ruhen. Nicht alle Dorfältesten sind so hip und am Puls der Zeit geblieben wie ich. Ich suche besser nach dem Messer. Und beeil dich. Wenn wir zu spät sind, wirst du nicht ausgewählt und deine Familie wird entehrt. Oh. Mama, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir das Monster bekämpfen, anstatt es zu füttern? Das klingt nach meinem Mädchen. Das ist das Beast-Ender-Blut in ihr. Bitte, meine Lieben, mach das nicht schwerer, als es eh schon ist. Hallo, die verliert gleich ihre Tochter. Ja, sie tut so, als ja, als wäre das ein verdorrter Strauß Blumen, den sie wegwerfen wird. Okay, ist kein gutes Beispiel, aber... Mama, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir das Monster bekämpfen, anstatt es zu füttern? Das klingt nach meinem Mädchen. Das ist das Biest. Ja, das haben wir schon. Jetzt reden wir mal mit dem Opa. Opa Biestender? Hä? Ja, weißt du, wo... Weißt du, wo Mamas Messer ist? Wenn ich's wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Ich will nichts mit diesem Schandmal zu tun haben. Okay, er hat das Messer. Hey Opa, willst du einen Cupcake? Ja. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht so sicher, was dieses Maidenmal betrifft. Dann kämpfe, Mädchen! Zeig ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Ich hoffe, dass du das Mädchen nicht mit Unsinn verwirrst, Brommel. Der Opa ist genial. Warum hast du das Maidenmal, Opa? Weil das hier einmal ein Dorf von Kriegern war. Das ist alles ein schlechter Witz, Möller. Warum haben wir das Kriegerleben aufgegeben? Levina Kletsch und ihresgleichen. Sie meinten, dass es zu viel Blutvergießen gegeben hat, wollten einen anderen Weg gehen. Also gaben wir nach und wurden ein Dorf von Bäckern.
Ich suche besser nach dem Messer. Wag dich! Das habe ich mit Absicht versteckt. Du hast was? Och, nichts. Okay, gut, er hat das Messer. Vielleicht ist das Messer unter diesem Handtuch. Ha, das wirst du nie finden. Ich hoffe, dass du das Messer nicht versteckt hast. Zu deinem eigenen Besten. Okay, wir bringen jetzt diesem Opa ein Cupcake. Fass die Roten nicht an. Mama hat die nur für mich gemacht. Wirst du die alle essen? Ich hatte bereits 6 davon. Das erklärt so einiges. Darum ist sie auch so hyperaktiv. Du isst den, den du schon hast, bevor du einen zweiten nimmst. Mama, es ist ihr Ehrentag. Lass sie doch so viele Cupcakes nehmen, wie sie will. Außer den roten. Außer den roten. Du isst den, den du schon hast, bevor du einen zweiten... Ja, hab ich schon. Ah, ich hab ja schon einen. Gut, geh mir zum Opa zurück. Opa, wie ist denn da? Hey Opa, willst du einen Cupcake? Ja. Ich suche besser nach dem Messer. Gut, jetzt geben wir ihm da ein Cupcake. Für mich? Für dich, Opa. Da lass ich mich nicht lumpen. Habe ich es in der Küche gelassen? Opa, wie ist denn da? Hä? Hey, Opa, willst du einen Cupcake? Ja. Ich suche besser nach dem Messer. Okay, er will noch ein Cupcake. Es ist ganz sicher hier irgendwo. Dann holen wir uns noch einen Cupcake. Ah, warum nicht? So, jetzt geben wir den nochmal dem Opa und nehmen die andere Autor. Für mich? Nein, Mama hat gesagt, dass du keinen kriegst. Ich will ihn dir. Nein, Mama hat gesagt, dass du keine kriegst. Ich will ihn dir nur zeigen. Ach, ich wollte den eh nicht. Für mich? Sollen wir ihn teilen? Geht klar! Wobei, eigentlich kannst du auch das ganze Ding haben. Wie du willst! Also, wo habe ich das Ding denn hingeräumt? Welches Ding? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Gut, wir haben ein Messer. Mama, ich habe mich gefragt. Ja, da reden wir schon wieder das Gleiche. Jetzt geben wir der Mutter mal ein Abendmahl. Na gut dann. Zeit, mich anzurichten. Aber zuerst wollte ich noch ein letztes Mal fragen. Schatz. Warum töten wir Mock Chotra nicht einfach? Hört, hört! Ach, Schatz. Wir werden deinen Sinn für Humor wirklich vermissen. Komisch, Alter. Ein majestätischer Anblick. Oh, beeindruckend, machtvoll, mysteriös. Aber Mock Chotra ist mehr als das. Gnädig und edelmütig sorgt Mock Chotra für die Sicherheit unseres Dorfes. Dafür verlangt er nur, dass er im Vorbeiziehen ein paar unserer schönsten Blüten pflücken darf. Bitte komme, Mock Chotra, und wähle. Willkommen zum Maidenmahl! Zeig ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Er wird dich auswählen! Das ist einfach nicht richtig. Ich bin immer im Mittelpunkt. Er der Schwerpunkt. Seid nicht so hässlich zueinander, Mädchen. Mock Chotra reagiert hauptsächlich auf Schönheit. Hey, wie wär's, wenn wir hier abhauen? Du willst uns nur dazu bringen, damit du das Mal gewinnst. Tja, aber nicht mit mir. Ich bin hier, um zu gewinnen, Schätzchen. Du machst mich hungrig. Ich versuche, Mock Chotra hungrig zu machen. Diese Mädels haben echt keine Ahnung. Die denken, dass es attraktiv ist, ein Hungerhaken zu sein. Würdest du etwas im Tausch gegen ein Bissen von dem Schlegel haben wollen? Was hast du denn?
Brauchst du ein Handtuch? Nein, man hat uns im Mädchenpensionat beigebracht zu essen, ohne sich voll zu schmieren. Ich warne dich, Bussard. Ich werde dir die Federn ausrupfen, wenn du noch einmal meinem Essen zu nahe kommst. Ich frag mich, was für eine Ausbildung haben die Mädchen? Ehrlich. Wie wäre es mit der Genugtuung, einer deiner Mitmeinen geholfen zu haben? Klingt gut. Aber nicht mal halb so befriedigend wie dieser Schlägel. Vergiss es. Ich wollte nur viel Glück wünschen. Tschüss. Hey, ich habe einen Plan. Danke, aber ich habe schon einen Plan. Ich werde Mok Chotra mit meiner perfekten Figur anlocken und auf ewig als Heldin verehrt werden. Na dann, viel Glück. Ja, ach, was auch immer. Wenn das Monster nah genug ist, kannst du ihm mit deinen Kerzen die Augen verbrennen. Leck mich nicht ab. Ich habe eine echte Chance, hier zu gewinnen. Ernsthaft? Hey, hat das Kostüm irgendwelche Dornen, die wir als Waffen benutzen könnten? Die hat es, aber die sind aus Schokolade. Aber ich akzeptiere meine edle Würde nicht mit Besorgnis, sondern mit Freude. Ich gebe mein Leben für das Wohlergehen unseres Dorfes. Nein, ich gebe mein Leben. Nein, ich... Herrje. Und Sabbat. Hier bin ich, gnädiger König Mok Chotra. Hier drüben. Nein, hierher, oh Großartiger. Ich bin die, für die Sie so weit hergereist sind. Hier drüben. Ich blühe für Sie. Seht ihr? Er wird von der Flamme angezogen. Wie eine gewaltige Motte. Was? Niemals. Er kommt in meine Richtung. Bitte seien Sie nicht zu voreilig in Ihrer Entscheidung, mein Fürst. Oh ja, lassen Sie sich Zeit. Wägen Sie alle Ihre Möglichkeiten ab und entscheiden Sie dann nach sorgsamer Überlegung. Na, das ist mal ein Esser ohne Manieren. Hey, kann ich einen Schluck von dem Wasser haben? Ich tausche es gegen das schicke Korsett, das du trägst. Man kann niemals zu dünn sein. Das schreckliche Ding? Geritzt. Oh, was für eine Erleichterung. Ich fühle mich so... Oh, es tut mir leid. Aber das Ding ist einfach zu groß für mich. Tauschen wir zurück. Oh, das arme Mädchen. Oh nein! Das hätte ich sein sollen. Okay. Ja. Wie wäre es mit diesem dünnmachenden Korsett? Sollte ich meine Vorzüge vor Mok Chotra verstecken? Nach seiner langen Reise wird er nach einer vollständigen Mahlzeit verlangen. Oh, das ist noch nicht vorbei. Kann ich die Flasche noch einmal ausleihen? Behalt sie. Danke. Ich werde sie dort, wo ich hingehe, nicht brauchen. Ew. Das Beste zum Schluss. Wie wäre es mit etwas Sprudel zum Runterspülen? Danke. Da greife ich gerne. Schau dir das an. Ich bin völlig durchnässt. Oh Gott. Habt ihr das etwa gesehen? Schnell, schnell! Helft mir, mich wieder herzurichten! Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Komm schon, schnell, bevor er mich... Würdest du etwas im Tausch gegen ein Bissen von dem Schlägel haben wollen? Was hast du denn?
Ich habe hier ein Handtuch, das ich gegen den Schlegel tauschen würde. Du hast ein Handtuch? Warum sagst du das nicht gleich? Habe ich vorhin schon gesagt. Aber da brauchte sie es noch nicht. Oh, wie lange bist du denn schon da? Bist du mütterlicherseits Geier oder sowas? Wie kannst du... Ach Mist, immer noch zu weit weg. Ich könnte mich aus dem Kleid herausschneiden. Aber ohne den Vogel komme ich hier einfach nicht weg. Das Ding werde ich nicht nochmal anlegen. Hab dich. Hey, wie wäre es, wenn wir uns den Cupcake teilen? Du kannst die untere Hälfte haben. Komm zurück, du wahnsinniges Gör! Recht so, mein Mädchen. Sie hat uns alle ins Verderben gestürzt. Mock Chatras Zorn wird sich bald über unser Dorf ergießen. Jawohl. Thank you.